Eine weitere Folge World of Tank Blitz Basics, präsentiert von der Panzerfahrschule 13. Mein Name Neos81 und heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Clans, Mitspieler und der Chat. Clans. Was bringen mir Clans? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Clans, da habt ihr Gleichgesinnte. Ihr könnt euch mit Leuten austauschen, die das gleiche Interesse haben, und ihr könnt dort aktiv nach Hilfe suchen. Das heißt, ein Clan hat ja viele Vorteile. Ein Clan ist die Gemeinschaft, die euch hilft, weiterzukommen, sofern ihr euch das auch wirklich bewusst seid. Denn wenn ihr euch einen Clan aussucht, der bereit ist, euch auszubilden, euch mit Tipps und Tricks zu füttern, habt ihr eine sehr gute Chance, auch eure Winrate auf 60 plus zu fahren. Wie finde ich einen Clan? Ich kann hier oben Clans anklicken. Bei mir kommt jetzt natürlich schon der Clan. Hier liebe Grüße an die UN. Ihr könnt hier oben rechts könnt ihr auf Suchen gehen. Hier könnt ihr offene Clans sowie kürzlich erstellte Clans anschauen. Ich empfehle euch, geht mal auf die Webseite WOTB Fanzone. Hier habt ihr ein riesengroßes deutschsprachiges Forum, wo wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Hier habt ihr die Möglichkeit, die Clanbase anzuschauen. Darin werden diverse Clans vorgestellt, die auch Interesse daran haben, Leute auszubilden und diese zu fördern. Es gibt auf dieser Seite nicht nur die Clanbase, es hat auch noch ein Forum, es hat ein Lexikon und und. Das schauen wir uns dann aber in einer späteren Folge dann detailliert an. Die Internetadresse ist wotbfanzone.eu. Meldet euch dort an, es ist wirklich ein Riesenkonstrukt, wo über die Jahre hinweg von der deutschen Community aufgebaut worden ist. Dann, wenn ihr euch einen Clan sucht, eben, ich habe euch jetzt mal gesagt, wo ihr mal anfangen könnt, schaut wirklich darauf, dass es ein Clan ist, der euch hilft, der bereit ist, euch zu helfen. Und es ist auch wichtig, dass da wirklich aktive Mitglieder dabei sind. Ihr habt nicht nur das als Vorteil von einem Clan, ihr habt auch einen Vorteil, wenn ihr eine gewisse Stufe erreicht habt in der Clan-Versorgungsstufe, dass es da Vergünstigungen gibt. Jetzt bei Stufe 10, das ist natürlich die höchste Stufe aktuell. Ihr seht hier, ihr habt hier minus 10% auf das ganze Verbrauchsmaterial, auf das Zubehör und. Ihr kriegt sogar Rabatte auf die Fahrzeuge und das ist definitiv ein Vorteil. Hier eine ganz, ganz große Bitte an alle neuen Spieler bei World of Tank Blitz. Bitte erstellt euch nicht einfach einen eigenen Clan, das ist fast sinnlos. Es gibt so viele gute Clans in der deutschen Community, wo ihr beitreten könnt. Das Problem ist, wenn ihr jetzt euch einen eigenen Clan macht, es ist wieder irgend so eine Totgeburt, die nachher rumgammelt und das ist nicht im Sinn vom Spiel, das ist nicht im Sinne der deutschen Community. Also schließt euch einen bestehenden Clan an und arbeitet mit denen zusammen. Ihr könnt so viel lernen, da ist so viel Wissen vorhanden. Es wäre schade, wenn das irgendwo einfach nur rumliegen würde. Wie komme ich also in Kontakt mit deutschen Spielern? Hier habt ihr mehrere Möglichkeiten. Einerseits über die Webseite von der Fanzone. Ihr könnt euch auf dem Discord-Server von der Panzerfahrschule 13 anmelden. Oder ihr habt auch die Möglichkeiten vom Chat. Hier habt ihr
einerseits mal einen Clan-Chat, sofern ihr in einem Clan seid. Dann habt ihr die Freundschaftsliste und ihr habt hier globale Kanäle. Die globalen Kanäle sind in verschiedenen Sprachen verfügbar, unter anderem auch in Deutsch. Hier könnt ihr also Leute kennenlernen, ihr könnt hier auch auf die Namen klicken, diese so mal markieren oder ihr könnt hier nach Spielern suchen. Dabei könnt ihr den Ingame-Name vom gesuchten Spieler eingeben. Drückt auf Enter oder auf dem Tab könnt ihr direkt draufklicken. Dann wird euch dieser Spieler angezeigt. Dann könnt ihr beim Spielernamen oben diesen Pfeil drücken, könnt das Profil anschauen. Jetzt, ich bin schon befreundet mit ihm, könnt ihr sonst hier Befreunden drücken. Oder wenn ihr jetzt jemanden habt, der euch permanent zuspammt, der euch regelrecht auf den Wecker geht, könnt ihr ihn hier sogar sperren. Gut, diese Möglichkeiten habt ihr, andere gleichgesinnte deutschsprachige Spieler zu finden. In Blitz habt ihr auch die Möglichkeit, im Platoon zu fahren, also im Zug. Dieses ist mit maximum einem Partner möglich, das heißt zwei Leute können Platoon bilden, mehr geht bei Blitz nicht, es wäre auch völlig overpowered. Hier habt ihr zwei Möglichkeiten, ihr könnt oben links aufs Menü drücken, dann Zug. Dann werden euch Freunde, die ihr bereits in eurer Freundschaftsliste habt, werden angezeigt, die online sind. Ihr könnt hier aber auch Spieler suchen. Da habt ihr auch die Möglichkeit, hier auf Freunde zu klicken, den jeweiligen anzuklicken und oben rechts einladen in Zug. Umgekehrt ist es so, wenn euch jemand zum Zug einlädt, kriegt ihr eine Meldung. Person XY lädt euch zum Zug ein, ihr könnt das annehmen oder ablehnen. Wenn die Meldung im Fenster verschwindet, könnt ihr einfach auf Chat drücken und bei der jeweiligen Person, die euch eingeladen habt, wird es einen zusätzlichen Punkt haben. So, ich denke, das wäre es wieder mal fürs Erste gewesen und nun viel Spaß beim Freundesuchen und beim Platoon fahren. Wir schießen uns. Euer Neo 81.